Das erste Game ist gleich bezeichnend und auch entscheidend für den Verlauf des ersten Satzes. Stefan Edberg, der ja heuer 7 Turniere gewonnen hat und Titelverteidiger beim Masters ist. Zeigt gleich zu Beginn enorme Entschlossenheit und wenn bei ihm die Vorhand funktioniert, dann ist das immer ein gutes Zeichen. Im direkten Duell mit Ivan Lendl liegt er zurück. Lendl hat 11-mal Edberg bisher nur 8-mal gewonnen. Auch Ivan Lendl muss auf diesem Boden, so oft es nur geht, Aufschlag-Volley spielen. Ein Spiel, das er ja heuer wie noch nie zuvor trainiert hat. Für Wimbledon, dafür hat er auch einen Großteil der Sandplatz-Saison ausgelassen. Aber sein großer Traum ging nicht in Erfüllung, in Wimbledon zu gewinnen. Dafür möchte er sich hier beim Masters sozusagen schadlos halten, möchte beweisen, dass er immer noch die eigentliche Nummer 1 ist, obwohl er gesagt hat, dass diese Position für ihn ja kein Ziel mehr darstellt. Ivan Lendl, der das Masters schon 5-mal gewonnen hat und 4-mal im Finale gestanden war. Sein erster Masters-Sieg 1982, der bisher letzte 1987. Und gleich ein Breakball gegen den 30-Jährigen im Eröffnungsgame. Und in beeindruckendem Stil gelingt Stefan Edberg dieses Break. Einstand. Tschüss. Hier noch einige Szenen aus dem hart umkämpften 7. Spiel des ersten Satzes. Und allen Skeptikern zum Trotz festigt er jetzt diese Vormachtstellung. Im zweiten Satz ist es dann sehr schnell gegangen, 2 Breaks von Edberg und bei einer 5:2 Führung serviert er jetzt auf den Sieg, auf den Einzug ins Finale des Masters. 40-0, 40 love. Ruhe bitte. Danke. Stefan Edberg gewinnt also 6:4 und 6:2. Er hat nur eine Minute länger gebraucht als sein morgiger Endspielgegner Andre Agassi zuvor. 1 Stunde und 17 Minuten hat das Match gedauert. Meine Damen und Herren,